Geht los oder was? Ronny, wir haben den Singles Day, aber wenn ihr das Video seht, nicht mehr. Ja, Prost. Und darauf trinke ich ein. Apropos Prost, am 15. gibt es übrigens, wie hieß der, Getshirt oder? Spreadshirt. Spreadshirt, bei uns, also auf YouTube, auf dem Hauptkanal, unten da, wo die komischen, krassen Bilder sind, gibt es übrigens 20% Rabatt bis zum 15. bis 18. oder irgendwie so. Also wenn ihr Merchandise bestellen wollt, könnt ihr das direkt machen. Spart nochmal 20%. Ansonsten haben wir die Kalenderwoche, habe ich vergessen, aber der 11.11. ist heute. Es gab ein paar wenige Angebote tatsächlich. Wir haben jetzt gar nicht so viele krasse Sachen gefunden. Aber News hast du gefunden, bestimmt geile, oder? Jo, und ich würde sagen, damit fangen wir an und danach kommen wir trotzdem nochmal zu Angeboten. Jo. So, und zwar fangen wir mit ein bisschen wieder mit Kino an. John Wick, ich weiß noch nicht, ob ich mich freue. Chapter 4 am 24. März 2023 im Kino. Und ich gebe zu, ich habe, glaube ich, den dritten auch noch nicht gesehen. Ja, den fand ich tatsächlich auch nicht so gut. Deswegen habe ich jetzt so eine eingeschränkte Vorfreude. Ich mag John Wick. Der erste war richtig geil, weil man nicht wusste, was er kann. Der zweite war auch noch ganz geil. Der konnte noch mehr als im ersten. Und im dritten konnte er einfach alles. Und Fazit vom dritten war, so wie es angefangen hat, hat es auch geendet. Also und eigentlich, irgendwann ist er Superman oder was? Im so fast, ja. Also der kann jede Kampfsportart, kann er mittlerweile. Ich meine, der Schauspieler ist wirklich top. Ne? Also der Keanu Reeves, brauchen wir nicht drüber reden. Er macht das ja auch alles selber. Aber es passte irgendwie gefühlt für mich zu der Rolle nicht. Und so wie der Film angefangen hat, Teil 3, hat er auch geendet. Also es war ein Stillstand. Es sind zwar ganz viele Leute gestorben, das muss so sein, aber deswegen weiß ich nicht genau, wo der vierte Teil hinführt. Ich hoffe, der wird besser. Ich werde mir angucken, ohne Frage. Ich habe den Trailer gestern als Teaser gesehen, habe auch noch nicht reingeklickt, so wie du es ja auch nicht machst. Ich werde wahrscheinlich reingucken, weil es sagt eh nichts aus. Und bis März hast du es wieder vergessen. Das auch noch, ja, aber da kommen ja noch drei weitere Trailer. Ich habe mit den Produzenten gerade gesprochen. ich werde mir angucken, ohne Frage, ich gehe auch ins Kino dafür. Aber ich erwarte jetzt nicht den Knaller wie den ersten oder zweiten Teil. Ja, vielleicht gucke ich mir trotzdem irgendwann mal den dritten an. Kann ich dir geben, weil ich in 4K da. Okay, also das erstmal dazu. Kino läuft. Für nächstes Jahr, Ronny ist auf jeden Fall im Kino. Dann geht es weiter mit der PlayStation VR 2. Und zwar ist jetzt auch wieder schon natürlich ein paar Tage her, dass die jetzt angekündigt wurde für 599,99. Aber da wir ja jetzt die letzten zwei Wochen so ein bisschen die News nicht geschafft haben, weil einfach so viel ansteht momentan, greife ich das Thema hier trotzdem nochmal auf. Und zwar, ich hoffe mal, ihr habt es mitbekommen. Und zwar, es wird ein Nachfolger der VR-Brille jetzt auch für die PS5 dann geben. Nennt sich dann halt ganz banal PlayStation VR 2. Und soll halt 600€ kosten und im Februar nächsten Jahres dann auch in den Handel kommen. Man hat auch schon die technischen Daten rausgeknallt, die sich sehr gut lesen. Ja. OLED-Panel, 2K-Auflösung, horizontal-vertikal pro Auge, 90 bis 120 Hertz, Bildwiederholfrequenz, 110 Grad Sichtfeld, liest sich alles super. Viele Sensoren, neue Controller, die auch viel können. Und man hat auch schon, das hätte ich jetzt auch noch mit reinnehmen können, auch schon ein paar Spiele bekannt gegeben, die für die VR 2 kommen sollen. Da wird wohl der das i-Tüpfelchen, das Candlelight wird wohl, oder die Creme de la Creme wird so ein Horizon-Ableger sein für VR. Und dann sind, glaube ich, über 20 Spiele sind schon in der Mache. Daran sieht man auf jeden Fall, dass Sony weiter an der Strategie festhält mit der VR-Brille. Das haben die bei der PlayStation 4 getan. Microsoft ist ja auf dem Zug überhaupt nicht aufgesprungen. Das letzte, was die in die Richtung gemacht haben, war ja Kinect im Prinzip. Ansonsten ist man, was VR angeht oder Virtual Reality, eigentlich immer auf den PC gebunden oder an die Quest mit Android-Oberfläche, aber irgendwie auch so ein bisschen PC gebunden, kann man ja fast sagen. Das ist die Spielliste. Ja. Oh, Resident Evil 8 Village, cool. Und Resident Evil 4 Remake auch. Das wird düster, glaube ich. Da sieht man noch mal ein paar. Und Jurassic World soll irgendwas kommen. Aftermath, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich das, was schon ewig angeteasert hatten. Immer in Walking Dead, sowas. Saints and Sinners 2. Soll auch so ein bisschen Survival dann sein. Ja. Jo, hey, jedenfalls, also da sind ein paar sehr vielversprechende Titel. Da kommt auf jeden Fall, genau, ja. Also, wo ich hinaus wollte, viele haben ja den Preis bemängelt von 600€. Ich finde den jetzt gar nicht so schlimm. Ja. Was hattest du damals für die erste Valve-Brille bezahlt? 1,5 oder so? 1,2? Nee, ich habe sie ja gebraucht gekauft. Ach so. Deswegen weiß ich nicht mehr, was sie damals noch ursprünglich gekostet hat. Aber es müssen auch an die 1.000€ gewesen sein. Es war relativ viel Geld. Und ich hatte sie dann, glaube ich, ich hatte sie auch nicht zum Release gekauft. Ich habe sie dann irgendwie ein nach einem Jahr oder so dann gebraucht. Ich weiß nicht mehr, für 500, 600€ hatte ich sie gekauft.
Genau, und also es gibt Konkurrenzmodelle auf dem Markt, die... Für eine, man kann es aber festhalten, für eine VR-Brille mit vernünftigen Controllern ist das okay. Ein so, sehr solider Preis. Ja, finde ich auch. Definitiv. Und weil viele jetzt natürlich die Headlines gemacht haben, die VR-Brille 2 ist ja teurer als die Konsole. Und ich denke mir so, ja, steckt ja auch ein bisschen Technik drin. Und die davor war auch nicht günstiger. Und irgendwie, ne, also ja... Also ich denke mal, Sony wird die nicht subventionieren, ja, nee, ich auch nicht. Weil das ja auch bei der letzten so eher trotzdem nischig blieb. Ja. Letztlich, du hast es ja da gehabt, aber gut, du hast mit Motion Sickness halt Probleme. Genau. Aber selbst wenn nicht, so mega viel kam ja nun auch nicht raus, als dass man sie trotzdem jeden Tag jetzt benutzt. Ich sag mal so, im PlayStation Plus kamen einige Titel in VR, die man da zocken konnte, aber ich, wie gesagt, ich vertrag's halt einfach nicht so und beim Autorennen einmal um die Kurve gefahren ist bei mir für den ganzen Tag vorbei. Dann ist mein Magen, der hängt dann irgendwo in die Kniekehle oder im Kopf oder so, keine Ahnung, und deswegen lohnt sich's nicht. Auch Doom in VR war mit nach vorne springen, war spielbar für mich, aber es war... Ich kann es nicht genießen. Also da ist dann so, ich sag mal, mit der Oculus Quest oder so, so kleine Spiele, so ausweichen und schießen und nicht bewegen, das funktioniert. Aber das, wenn du halt wirklich, wirklich in so einem Spiel drin sein willst, da bin ich der Falsche für. Leider muss ich sagen, und auch die Kabellage, die hat mich auch damals gestört. Ist jetzt ja auch ein bisschen besser gelöst. Genau, wir warten einfach mal ab, bis die ersten Reviews Genau, ich finde es auf jeden Fall interessant. Rauskommen. So, dann hat ja AMD die neuen Grafikkarten vorgestellt und da hat man so ein bisschen angeteasert, dass Samsung seinen neuen 49 Zoll Monitor mit einer Ultra-Wide 8K Auflösung rausbringen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Und jetzt hat Samsung sich da offiziell auch zu geäußert, und zwar der Nachfolger des Odyssey Neo G9 wird halt auf eine halbe 8K Auflösung setzen, und zwar konkret auf 7680x2160 Pixel. Konkret 8K wäre ja dann halt doppelte Horizontale, nämlich das hier. Aber da wir ja hier so einen Ultra-Widescreen haben, ja, lässt man halt die Horizontale bei der 4K-typischen horizontalen Auflösung, geht dann aber auf die volle Breite von 8K. Genau, und das Ganze auch mit Mini-LED, mit DisplayPort 2.1, was theoretisch 8K mit bis zu 200, also volles 8K theoretisch mit bis zu 240 Hertz unterstützt. Und da wird schon einiges gehen. Aber das Ding wird auch nicht günstig. Ja. Und konkret will man sich zur CES 2023 im Januar dann dazu äußern, den dann auch vorstellen, was es preislich kosten wird und wann der dann auch wirklich rauskommt. Ja. Und geiles Ding. Also ich sag mal, rein aus der technischen Sicht finde ich den auch sehr interessant. Preislich brauchen wir nicht drüber reden. Ich stelle mir jetzt aber die Frage, gibt es denn schon Anwendungsfälle für so eine halbe 8K-Auflösung? Also es ist jetzt klar, es ist ein Gaming-Monitor und es zielt ja auch auf Gaming ab, aber wenn man jetzt auf Content-Creator-Sicht geht, ist eine hohe Auflösung, vor allem für Videoschnitt, Bildbearbeitung und so weiter, top. Ja. Da gibt es natürlich auch andere Monitore, die dafür eher wahrscheinlich geeignet sind, aufgrund der Krümmung und so weiter, ist es ja immer nicht ganz optimal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze auch an so einem 49-Zoll-Modell und ich schneide da sehr gerne Videos dran, weil einfach du wirklich viel Platz hast. Es entspricht ja jetzt in dem konkreten Fall entspricht es ja zwei 27-Zoll-Modellen, die halt nahtlos miteinander stehen, und das macht schon Spaß. Ja, ohne Frage. Und ich sehe das ja bei dir auch. Ich habe ja auch so einen großen Ultra-Wide von LG. Ja. Ich schneide jetzt natürlich keine Videos, aber ich brauche halt meine zwei Fenster und habe immer noch ein bisschen Desktop im Hintergrund und kann ein paar Bilder abspeichern, rüberziehen, habe trotzdem meinen großen Bereich, also, wo ich schreibe und so weiter. Also, ich sag mal, wo ich wirklich dieses gekurvte und große, lange Breite wirklich lieben gelernt habe, ist wirklich A, Rennspiele und B, auch Weltraumspiele. Wenn du zum Beispiel hier Elite spielst und so weiter, das und dann wirklich im Cockpit sitzt, das ist schon geil. Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Ja, aber ich sag mal, für einen Gamer, die Auflösung wird ja auch schon wieder mit der Hardware schwierig. Also da brauchst du ja wirklich High-End für High-End und musst ja für den Bildschirm auch. Deswegen wurde es ja auch mit den aktuellen mit den neu vorgestellten Grafikkarten dann halt auch beworben. Ja. Aber auch selbst die werden es halt nicht. Nee, also ist nice to know, aber ich glaube, die wenigsten bräuchten. Dafür gibt es ja dann DLSS und FSR, beziehungsweise DLSS 3 und FSR 3, was dann auch nächstes Jahr irgendwann rauskommen soll, dass man halt nicht mit der nativen Auflösung rendert, sondern mit einer reduzierten Auflösung, die dann per KI und AI und sonst was alles hochgerechnet wird und dann entsprechend die Performance besser ausfällt. Ich glaube, das ist halt auch wirklich so das Hauptaugenmerk. Also für die neue, nächste Grafikkartengeneration. So, wir kommen wieder zurück zu Film und Fernsehen. Und zwar, HBO hat jetzt endlich bekannt gegeben, die Last of Us-Serie wird am 16. Januar starten. Und wann sie dann für alle, die halt kein HBO haben oder empfangen, dann zum Beispiel auch auf Skype oder Amazon Prime käuflich erhältlich sein wird, das weiß man natürlich noch nicht. Aber ich denke mal, es dürfte dann nicht allzu lange dauern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch die Schauspielerwahl
Sehr geil. Sieht gut aus. Weil der Hauptdarsteller, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ich müsste jetzt auch. Pedro Pascal, genau. Auch ja. Von, von genau. Der, wie heißt er denn? Narcos zum Beispiel, Netflix-Serie. Stimmt. Oder Game of Thrones hat er ja auch den einen Darsteller da. War zwar nur eine Nebenrolle, aber auch noch ein paar andere. Guter Schauspieler. Sehr guter Schauspieler, gefällt mir gut. Und das junge Mädel, das war ja auch eine sehr interessante Rolle bei Game of Thrones. Sie hatte ja die eine... Das ist so eine kleine Königin, die Schwester von irgendwas. Genau, gewesen. Sie hatte ja auch eine, ich weiß jetzt nicht, Lehnsherrin oder wie man es jetzt, was sie da, ich weiß gar nicht mehr, was das, ob das so diese Bereiche waren oder die Lehnsherrin und so weiter, aber sie hatte da auch eine sehr taffe Rolle gespielt. Ja. Zwar auch nur eher eine Nebenrolle, aber es war eine sehr coole und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, so in dieser Kombination. Ich denke auch, dass sie tatsächlich gut reinpasst. Ich habe das Gesicht jetzt bloß im Seitenprofil gesehen, aber konnte mich direkt an die Rolle bei Game of Thrones mit erinnern. Ich weiß gar nicht jetzt kann mal... Kann ja mal ganz kurz gucken Bella hier. Ramsey, ja, genau. Genau. Und da ist ja zum Beispiel. Und die ist ja dann so auferkoren und hat dann halt eben auch ihr Kindliches abgelegt und hat dann halt im Prinzip ganz hart anders agiert. So kann ich mich dran entsinnen. Hier sieht man das nochmal von Game of Thrones. Genau. Ja, genau. Ja, aus Hause Stark, genau. Ne? War ja das. Sie war ja nicht von Stark, sondern von einem anderen Haus, was sozusagen dann halt den untergeordnet, irgendwie so, keine Ahnung. Ja, ist schon eine Weile her. Aber an die kann ich mich tatsächlich erinnern. Wobei ich mich nicht an viele Charaktere bei Game of Thrones erinnern kann. Aber die ist mir tatsächlich im Kopf geblieben, oben steht im ersten Satz so, dass es dann auf WoW, also über SkyQ, auch auf Abruf verfügbar sein soll. Ja, ich weiß nicht, ob das schon für den 16. Januar mit gilt, weil das klingt eher nach englischem Release. Ist auch die Frage, ob dann nur im O-Ton, was natürlich mega viele freuen würde, oder ob es dann irgendwann eine deutsche Synchro geben wird oder halt gar nicht. Das weiß man nicht. Aber, weil wir gerade von WoW gesprochen haben, wir haben das ja auch abonniert für die Serien, da ist ja zum Beispiel von Rick und Morty die 6. Staffel da. Die war bis vor kurzem noch in Englisch, mittlerweile ist sie in Deutsch da. Also könnte tatsächlich passieren, dass das wirklich im Januar direkt da ist. Aber es hat dann auch Zeit gedauert. Hat gedauert, ich glaube 2-3 Monate, bis dann die deutsche Synchro drüber war. Aber vielleicht ist es hier dann auch so, dass man Januar zeitgleich mit O-Ton startet und dann vielleicht im März, April. Ich bin echt gespannt, wie sie es umsetzen, gerade mit den Zombie und den offenen Pilzköpfen da und so weiter. Visuell ist das Spiel. Ich glaube, dass man sich bei der Serie auch sehr, sehr stark auf das Zwischenmenschliche fokussieren wird. Das macht es ja gerade so aus. Genau. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was wahrscheinlich den Ansporn gegeben hat, daraus eine Serie machen zu können, weil es einfach so viel, zumindest in der Theorie, so viel Potenzial birgt. Mehr als Walking Dead, würde ich sagen. Genau, was sie daraus machen, keine Ahnung. Ja, gut, das wird sich zeigen. Das werden wir sehen. So, und dann noch eine News, wo wir ein bisschen drüber reden können, und zwar Meta bzw. Facebook hat ja sehr, sehr viel auf VR gesetzt oder setzt auch immer noch viel auf VR und wollte ja mit dem Metaverse sozusagen oder will mit dem Metaverse ja den nächsten großen Knall vollziehen. Und wir hatten ja vor einer Weile auch die News, dass die neue Meta-Brille, die ja für 1.500 € oder Dollar, stimmt Dollar und dann irgendwie 1.718, also 1.800 € rauskommen soll, dann sozusagen das Ganze ja unterstützen soll. So, und jetzt hat man halt mit festgestellt, ich hatte auch schon mal eine News gelesen, dass auch selbst die eigenen Entwickler nur ungern im Metaverse unterwegs sind und man das wohl auch nicht so richtig nicht so richtig vorwärts kommt, die Firmen sozusagen noch ein bisschen skeptisch sind, die Nutzerzahlen eher überschaubar sind und aufgrund dessen, dass man da so viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eingestellt hat, so viel Geld in die Hand genommen hat, das Ganze zu entwickeln, ist es momentan eher so ein Verlustgeschäft für Meta und zwar ein immenses. Und zwar hat man seit Jahresbeginn hat man, glaube ich, 70% von seinem Aktienwert verloren. Also Mark Zuckerberg hat wohl irgendwie so um die 100 Milliarden oder so an irgendwie irgendwas, also einen sehr hohen Milliardenwert, theoretisch potenziell an Firmenanteilen so schon in Sand gesetzt. Und er hat sich jetzt auch dazu geäußert vor seinen eigenen Führungskräften, dass er halt die volle Verantwortung dafür übernimmt und dass jetzt auch angekündigt wurde, wohl erstmalig in der Unternehmensgeschichte, dass Mitarbeiter entlassen werden. Und zwar in nicht unerheblicher Zahl. Und ich glaube, das ist alles nicht so leicht und zeigt auch gerade, wenn wir wieder über die PS5 oder VR2 gesprochen haben, das ist immer noch nicht ist immer noch nicht in der Masse angekommen. Nein, ist es auch nicht. Und ich glaube, man ist da vielleicht auch zu naiv oder optimistisch an die Sache rangegangen. Ich würde irgendwo das immer noch mich darüber freuen, wenn das massentauglich wird. Vielleicht ist es aber noch nicht der letzte Schrei, was das Metaverse angeht, beziehungsweise vielleicht ist auch die Zeit noch nicht reif. Das wollte ich mich gerade sagen. Es könnte sein, dass wir jetzt einfach mit dem VR zwar auf einem guten Zug sind, aber eigentlich so Hardware, Darstellung und so weiter, das nicht ganz so
begrifflich machen oder begreiflich machen oder grafisch darstellen können, wie man es eigentlich vielleicht erwartet, wenn man in so einem virtuellen Raum sitzt. Weil da hapert es ja, weil man braucht einfach für die Auflösung quasi, ich sage mal, die doppelte Rechenleistung, um das auf beiden Augen gleich darzustellen. Genau, das Problem ist, dass wir sind irgendwie wieder so in diesem Henne-Ei-Problem. Ja. Das Problem ist nur, es wird nicht massentauglich, wenn da nicht weiter geforscht und entwickelt wird. Das Problem ist aber, wenn es jetzt wieder so in die Nische abdriftet, wird es vielleicht auch nie aus dieser Nische rauskommen, dass es halt lukrativ wird, überhaupt da was zu entwickeln oder, sag ich mal, genug Geld bereitzustellen, zu entwickeln. Wenn man jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, Virtua Boy von Nintendo. Das war in den 90ern. Ja, richtig. Ne? In Rot, 3D, gab es eigentlich nur in Japan, hat auch nie den Weg nach Europa gefunden, kosten heute immer noch 300-400 Euro gebraucht. Das war schon und mega, das hat schon damals gut funktioniert. Und du kriegst nach einer Weile Kopfschmerzen und du hast eine mega skurrile Nutzung. Du musstest irgendwie auf den Tisch dich da ranlehnen man oder saß, genau. Und drauflegen. Es hatte so ein Dreibein, da hast du das hingestellt. Ich habe schon mal wirklich mitspielen können und dann sitzt du da gehockt auf dem Tisch. Und was ich damit sagen will ist, wir reden hier von den 90ern. Jetzt sind wir 2022 und wir sind zwar ein Stück weiter, aber es ist immer noch nicht so, dass es irgendwie angekommen ist. Also es gab so viele Versuche und es ist bis jetzt irgendwie immer ein bisschen gescheitert. Also klar kann man jetzt einen Virtual Boy von Nintendo nicht mit vergleichen, das waren so die Anfänge, aber irgendwie, ja, man sieht es daran, dass es halt eben nicht so ankommt, wie die sich das vorstellen. Also das ist schon krass irgendwie. Ja, ich glaube, wenn man das Ganze dann doch irgendwann noch einfacher bekommt, sage ich mal zum Beispiel, ich sage jetzt mal Meta bzw. Oculus vorher war ja eigentlich oder ist auf dem richtigen Weg. Man braucht was Kabelloses. Lange Akkulaufzeit, es muss einfach zu nutzen sein. Anfangs hatte man ja auch mit den Smartphones, die man in so eine Brillen reinpacken konnte, ja, dann halt, sag ich mal, mit den Oculus Quest oder Meta Quest einfach Smartphone-Technik drin verbaut, relativ günstig und einfach zu nutzen ohne Kabel, du kannst dich irgendwo fortbewegen. Genau. Das ist schon irgendwo der sicherlich irgendwo richtige Weg, aber letztlich ist es trotzdem noch für viele zu unnahbar. Und vielleicht muss da noch irgendwas weiteres passieren, dass das dann wirklich für die Masse ankommt, weil so wie Ronny schon sagt, so wie das eigentlich beim Metaverse gedacht ist, dass sich da teilweise wollte man ja auch auf, oder will man ja auch auf Businesskunden, ich sage immer schon Vergangenheit, obwohl das ja noch nicht eingestellt oder so ist, aber man will ja eigentlich auf Businesskunden abziehen. Aber wie Ronny schon sagt, es setzen sich doch nicht die Leute irgendwie da 2-3 Stunden in irgendwelche Meetings oder irgendwelche Sachen in ihr, klar, Homeoffice, man hat ja die Möglichkeit dann von überall das zu machen, aber man setzt sich doch trotzdem nicht dann irgendwie mit so einer Brille da 3 Stunden hin, das ist warm, man kriegt irgendwann Kopfschmerzen und keine Ahnung. Was mir gerade in den Kopf kommt, ich hatte letztens gesehen, bei BMW gab es ja dann auch so eine Vorführung von den neuen Fahrzeugen und die haben dann auch eine Brille aufgesetzt bekommen, wo die im Fahrzeug saßen, das Cockpit saßen, aber eine komplette Einblendung oder Frontscheibe hatten. Wenn das irgendwann mal in schmal mit einer normalen Brille, wie du jetzt zum Beispiel trägst, umsetzbar ist, dass man wirklich sagt, hier, setz mal auf und dann baut sich um einen drumherum, wie mit dem Keanu Reeves, nee, war nicht Keanu Reeves, sondern Tom Cruise, wo hier mit den Handschuhen und Fingern, wo er in die Vergangenheit gesprungen ist und so weiter. Minority Report, genau. Wenn sich das dann so aufbaut und du sagst, okay, da ist der Minecraft Tower 1, Minecraft Tower 2 und man wirklich so mit einem ganz kleinen Gadget irgendwie so aufsetzt, also wie eigentlich Google das mal angedacht hatte, wenn das mal irgendwann spruchreif wäre, ich glaube, dann oder ist die Akzeptanz anders. Oder du hast nochmal ganz anders, dass du irgendwann vielleicht Kontaktlinsen hast, die das direkt auf deine, Netzhaut das werden wir nicht mehr erleben, aber glaube ich nicht. Aber mit einer einfachen Brillenlösung, die wirklich von mir ist ein dicken Bügel hat, wie die Anker Sound Brillendinger da, dass du einfach so dann aber da was in dein Sichtfeld rein projiziert und, bekommst. Wenn man dann auch dazu sagt oder davon ja nochmal drüber spricht, dass ja diese Meta-Brille, die neue, die rauskommt oder rauskam, auch nur eine Akkulaufzeit von irgendwie knapp über einer Stunde hat, was ja letztlich ja völlig dagegen spricht, dass man sie halt dann lange und vor allem für irgendwelche Meetings nutzt. Das funktioniert nicht. Müsste man ja also sicherstellen, ey, wir wollen jetzt 45 Minuten Meeting machen. Stellt bitte alle sicher, dass eure Brillen aufgeladen sind. Ja, ist schon scheiße. Das funktioniert nicht. Aber wenn es, wie gesagt, irgendwas Kleines ist und von mir ist ein Kabel noch für eine Powerbank in der Tasche, dann ist es vielleicht alles okay. Aber es muss klein und kompakt sein und wirklich alles so in das, den Raum, wo ich mich befinde, reinprojizieren oder halt auch komplett dann abschirmen von mir aus. Wir halten zumindest fest, da passiert hoffentlich noch was. Ich hoffe, damit ist jetzt nicht Schluss. Vielleicht kriegen sie auch noch die Kurve mit ihrem Metaverse. Vielleicht müssen sie auch noch mal komplett umdisponieren. Keine Ahnung. Ich würde es auch so ungern, man vielleicht mit Facebook und Meta nicht mag. Oder sag ich mal, so sehr man die auch nicht mag, so sehr muss man zumindest, meiner Meinung nach, den hoch anrechnen, dass die ganze VR-Geschichte vorantreiben. Natürlich alles mit monetären Hintergründen und blablabla. Sonst würde es keiner machen. Ja. Aber das hilft der ganzen Branche. Und ich fände es halt schön, wenn die ganze Branche vorwärts kommt, weil das ist das Potenzial ist ja da. Ne? Das ist ja da, das Potenzial. Und es muss halt, es aber wie, wo, was? Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir versuchen es. So, und dann wäre ich mit den News durch und jetzt gibt es wieder was kostenlos abzustauben. Und zwar
Konkret geht es da diese Woche noch, oder beziehungsweise gibt es jetzt Alba und Shadow Tactics. Shadow Tactics gab es definitiv schon mal. Ja. Und Alba sagt mir gar nichts. A Wildlife Adventure. Sieht scheint dann so, ganz niedlich so aus. Open World. Einfach spazieren gehen und wahrscheinlich einfach Fotos machen von Vögeln. Also ein Vogelforscher. Also sagen wir mal Tierforscher. Tierforscher. Und ja, nächste Woche gibt es Alter. Dark Daddy und Ernsthaft? Evil Dead The Game. Ich glaube, das wird das erste Spiel, was ich mir wirklich mal installiere und spiele. Hast du es schon noch nicht gespielt? Nein, es gibt es für 40 Euro für die Konsolen. Aber ich bin mir, ist es halt irgendwie auch so 4-1 Koop-Gedöns oder so. Ich bin mir halt nicht ganz schlüssig, was es genau ist. Aber ich mag die Figuren, ich mag Evil Dead. Ich liebe diese Filme, alle vier. Der fünfte kommt ja irgendwann mal, jetzt 23, glaube ich. Ich habe da mega Bock drauf. Ja, aber stimmt, Koop, Mehrspieler-Wettkampf. Ja, genau. Und das ist genau das Problem, wenn es wieder so Battle Royale-mäßig ist. Also vielleicht ist es so wirklich Dead by Daylight-mäßig oder so. Ich weiß glaube, nicht. Man soll Levelbereiche durchkämmen und dann da Gegner platzen. Oder, stimmt, oder es ist so wie hier, na, von Valve, Left 4 Dead. Genau, so in die Richtung stelle ich es mir vor. Ich weiß es nicht. Aber jetzt werde ich es dann ausprobieren, definitiv. Geil, jo. Da freue ich mich drauf. Sehr schön. Also auch Ronny hat wieder was für sich entdeckt, zumindest aber erst nächste Woche. Oh. So, jetzt zu den Angeboten. Und zwar konkret können wir euch jetzt noch nichts an die Hand geben, weil heute ist für uns Singles Day. Das bedeutet auch, viele Angebote sind nur heute gültig. Genau. Das heißt, ich kann euch jetzt nicht Angebote präsentieren, wenn ich euch nicht sagen kann, ob die, wenn ihr das Video seht, überhaupt noch möglich sind oder greifbar sind. Deswegen surfen wir jetzt kurz mal durch über die Webseite, sagen euch ein paar interessante Sachen. Also erstmal die Empfehlung, schaut gerne auf unsere Webseite. Oder da seht ihr sowieso, was gerade aktuell ist. So, und wir scrollen jetzt mal für uns zumindest den aktuellen Zeitpunkt durch und sprechen mal ein paar Sachen an. Genau. In der Hoffnung, dass vielleicht das eine oder andere für euch morgen oder wann auch immer noch greifbar ist. Mir ist vorhin direkt das Xiaomi-Pad eingefallen, als wir gesprochen haben, was machen wir denn für Updates. Da steht aber direkt nur am 11.11. Da gibt es einen Gutschein, der ist halt wirklich nur für diesen Freitag da ist und dann kriegst du die halt die 828er-Variante für 299 Euro. Super Preis für das Tablet, immer noch. Hier übrigens der Hinweis, wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, A, schaut gerne mal auf die Webseite, B, wir haben auch eine App für Android als auch iOS, da hauen wir dann die richtigen Knaller auch immer mal als Push-Nachricht direkt auf euer Telefon. Genau. Und dann würdet ihr sowas auch nicht verpassen. Also hier nochmal die Info, wer Bock drauf hat, installiert euch gerne die App. Play Store. Könnt ihr darüber übrigens auch dann die Artikel und alles lesen und auch mit uns kommentieren. Genau, so. Frischer Artikel, Peekaboos ist auch ganz interessant, ist quasi ein... Teilweise auch einfach mal zum Nachlesen. Genau, es ist so ein Nachrüstsatz, um ein normales Fahrrad zu einem E-Bike umzurüsten. Interessante Geschichte, wie gut die Umsetzung ist, stellen wir einfach mal in Frage. Genau. Lest euch das gerne durch. Ansonsten ist Mi Band 7, könnt ihr für 35 Euro bestellen. Kann ich nur empfehlen. Ich habe gerade abgedreht das Pro-Modell, das Smart Band 7 Pro. Ich bin da tatsächlich gar nicht so richtig von begeistert. Guckt euch gerne das Video an und dann entscheidet ihr, ob ihr nicht doch lieber die Kleine nehmt oder irgendwas anderes. Video übrigens aber erst nächste Woche. Das kommt erst nächste Woche, genau. Haben wir erst heute erst abgedreht. Das wird erst Montag bearbeitet. Emmanek RG351P oben für 69 Euro aus dem EU-Lager. Brauchen wir auch nichts mehr zu sagen. 64 GB-Variante. Lieblingshandheld der Redaktion oder meiner, wie man es auch nennen mag. Realme 9 Pro für 302 Euro auf Saturn. Wahrscheinlich auch Mediamarkt. Ist der Bestpreis. Auch ein tolles Telefon. Ob der tatsächlich dann nächste Woche noch gilt, weiß ich auch nicht. Gleiches gilt für die Xiaomi 12X Variante oder die Redmi Buds 4 Pro für 80 Euro, wobei das ist eher der Standardpreis ist. Also ja, es ist schon ein bisschen was passiert, aber ich glaube, die richtigen Knaller kommen dann wirklich in der Cyber Week, Black Friday und Co. Oder Cyber Monday, weil tatsächlich ist dieses Jahr der 11.11. ein bisschen verhalten gelaufen. Normalerweise kriegen halt viele Anfragen von den chinesischen Sellern und hier und da ist was im Angebot, wollte er nicht und könnte er nicht. Und was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, Mediamarkt hatte anscheinend auch in Italien wieder eine 11% Aktion. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch eine gab. Nee, ich glaube nicht. Und da hat man wohl verschludert, die Apple-Produkte rauszunehmen. Einmal wieder. Waren mal wieder drin und Amazon hat automatisch in Italien bei den Apple-Produkten nachgezogen und hat wohl auch da einige günstige Angebote rausgehauen bei Apple-Produkten, die so wahrscheinlich nicht vorgesehen waren. Ist auch wieder ein schöner Stichpunkt, dass teilweise im Umland der EU außerhalb von Deutschlands die Angebote manchmal besser sind, gerade was so Filme und Co. angeht. Also gerne mal auch mal Amazon FR, also Frankreich oder Spanien oder Italiener mit auf dem Schirm haben. Mit eurem normalen Account könnt ihr euch da anmelden und teilweise zahlt ihr sogar weniger, weil Frankreich zum Beispiel einen anderen Steuersatz hat, da kriegt ihr noch 6 Euro zurück, statt 500 zahlt halt nur 494 irgendwie sowas. Das kommt auch dazu und Lieferzeiten, Modalitäten ist innerhalb von ein paar Tagen. Teilweise wird das dann sogar trotzdem aus Deutschland verschickt. Richtig, das kommt noch dazu, wenn es hier auf Lager liegt, genau.
Und ich hatte ja damals meine PlayStation 5 da gekauft in Frankreich. Ich habe ja Glück gehabt. Ja, genau. Wie gesagt, es ist eine Menge los gewesen die Woche. Leider nicht ganz so, wie wir uns das erwartet haben. Aber die nächsten zwei Wochen stehen ja an. Black Friday, Cyber Monday und so weiter. Da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wie gesagt, installiert gerne die App oder schaut so auf die Webseite vorbei. Da passiert jeden Tag was. Wenn was Interessantes gepusht wird, dann kriegt ihr das direkt aufs Handy. Könnt natürlich auch wegwischen, wenn es euch nicht interessiert, aber zumindest solltet ihr da die guten Angebote zumindest nicht mehr verpassen. Sagen wir mal so, ihr verpasst es nicht. Ihr kriegt zumindest, ne, was ihr daraus macht, ist euer Bier. Richtig. Aber manchmal ist es ja wirklich so, dass irgendwas hart limitiert ist, oder? Mach nochmal kurz die Webseite auf. Vielleicht müssen wir es noch eine Sekunde nach vorne schneiden. Filament. Die 10 Kilo für 102 Euro. Das ist ja sehr speziell. Ja, das ist sehr speziell, aber ich habe tatsächlich dazugeschlagen. Auf AliExpress gibt es 10 Rollen ESAN PLA mit jeweils einem Kilo, also 10 Kilo, für 102 Euro in einer grau-weißen Farbe. Mit einer anderen Farbe bist du vielleicht bei 104 Euro. Ich habe mir die direkt bestellt, kommt sogar aus dem EU-Lager. Wenn noch was da ist. Also sucht also bei uns gerne auf der Webseite oder in der App nach PLA und dann findet ihr auch den Artikel und dann auch den Link. Genau. Ja, also ich sag mal so, wird ja nicht schlecht, ne? Nein, ist ja eingetütet und wie gesagt, ESAN ist auch ein vernünftiger Hersteller. Das sehe ich bei ganz, ganz vielen Reviewern, die auch immer ESAN mit nutzen. PLA Plus ist so eine Art neue Version, aber letztendlich ist es auch nur ein normales PLA. Und ich kann dann mal wieder irgendwie schön drucken und ich zahle dann halt jetzt irgendwie 10 oder 11 Euro für so eine, ein bisschen was unter knapp 10 Euro pro Kilo, ja. Genau, und sonst zahle ich immer 17, 18, 20, 22, eher 20 aktuell. Da ist das schon eine gute Ersparnis. Ja, waren jetzt auch mit noch einem extra Gutschein, weil ich noch nie was auf AliExpress bestellt habe, 98 Euro, aber tut auch in meinem Portemonnaie weh, aber ich habe dann auf jeden Fall was von. Also ja, auch das kann passieren, ne? Durch Zufall gefunden oder die Ambilight-Alternative für 37, 38 Euro, die immer wieder auftaucht. Habe ich übrigens da, Artikel gibt es auch bei uns auf der Webseite, iSnow. Ich teste es zu Hause gerade aus, hat aber schon mal gut funktioniert. Da gab es übrigens auch schnell einen Push und die ersten, die schnell waren, konnten da auch zuschlagen. Also es gab dann irgendwie 10, 20 Stück. Beim Erstellen des Artikels dachte ich ja tatsächlich, es ist ein Preisfehler, bis ich da festgestellt habe, dass sie das wahrscheinlich gerade irgendwie ausverkaufen, weil es immer wieder mal für 40, 34, 70 Euro da ist und auch jetzt gerade aktuell wieder zu finden ist. Wie gesagt, ich habe es zu Hause, ich habe es schon ausprobiert, es funktioniert auch wirklich gut, ist kein Fake, kein Müll, kann aber mit Lightme zum Beispiel nicht ganz mithalten, aber lest euch den Artikel gerne durch. Aber für 38 Euro? Ja, das ist geschenkt, da braucht man nicht mehr drüber reden, das ist krass, also ja, muss man sagen. Da kostet der LED-Streifen schon mehr normalerweise. Deswegen dachte ich auch, was ist denn hier los, ey? Kann ja gar nicht sein. Aber ja, okay. Genau. Ja, so ist es. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende. Wenn ihr irgendwas beim Singles Day abstauben konntet, ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würden wir gerne wissen. Und ja, ansonsten, was übersehen. Je nachdem, schönes Wochenende und haltet die Ohren steif. Und wie gesagt, guckt mal in der App vorbei, auf der Webseite vorbei. Denn ich sag mal so, Black Friday steht ja auch vor der Tür und da werden wir sicherlich mehr pushen. Und dann dürfte euch das ein oder andere Schnäppchen sicherlich nicht entgehen. So ist es. Haut rein. Bis denn.